Gute und herzlich willkommen hier zu einem richtig nicen Video. Und zwar habe ich für euch heute ein bisschen, wie wir in der Clankriegsliga damit umgehen, dass die Gegner, wir haben 1-2 Rathaus 12er und die Gegner haben bis zur Nummer 13 Rathaus 12er und wir hier unten sogar noch ganz normale 10er. Und wie man mit solchen Gegnern umgeht, wie man es schafft, gegen die zu gewinnen, wie man hier oben als Rathaus 10er 2 Sterne holen kann, vielleicht auch als Rathaus 11er, das will ich euch in dem Video zeigen. Und dann springen wir direkt in den Angriff von mir. Und hier haben wir den Gegner, ziemlich eklige Boxbase mit dem Rathaus in der Mitte. Ich habe gesehen, dass der Verteidiger hier immer relativ die Bogies ziemlich weit außen hatte. Das war dann ziemlich angenehm für mich. Hier der Tesla hat mich ein bisschen gestört. Da sind meine ganzen Magier dran verreckt. Haben aber hier oben gefunden. Das bedeutet, meine Queen läuft jetzt hier lang. Das ist das Wichtigste bei dem Angriff. Ich möchte, dass meine Queen hier ziemlich viele Gebäude rausnimmt, nehmt darum alles, was irgendwie Damage machen kann, zu viel auf die Queen raus, die ganzen Bogenschützen, Kanonen, das heißt, es war die ganze Zeit nur ein X-Bow drauf und den konnte ich eigentlich ganz gut heilen, ohne dass ich einen Wutzauber benutzen musste. Das heißt, wir sind hier jetzt schon bei knapp 30%, die ich von der Base rausgenommen habe. Und das lief bis jetzt ziemlich gut. Hier jetzt den Giftzauber für die Drachen. Hatte auch hier wieder Glück, meine 40er Queen. Ich weiß, das hat nicht jeder. Darum werde ich da auch auf jeden Fall nachher noch eine andere Angriffsstrategie euch zeigen, wo das Level der Queen ein bisschen egaler ist. Jetzt hier die ganzen Sachen weggenommen. Meine Queen läuft jetzt wieder zurück. Das war eigentlich so ein bisschen geplant. Ich wollte aber eigentlich hier in das X-Bow-Compartment reinbrechen. Aber mein Babydrache denkt sich einfach, boah, das mache ich einfach ganz alleine. Das lief für mich da wunderbar. Ich werfe jetzt hier gleich einen Wutzauber, einfach nur, damit hier der Luftfeger down geht. Weil ich nachher, oder eigentlich war hier mein Plan, dass ich meinen Zeppelin mit Valkyren und mit Valkyren, Wut und Frostzauber aufs Rathaus schicke. Das war eigentlich der Plan. Aber meine Queen hat sich gedacht, nee, ich bin 500 EQ und hol einfach das Rathaus selber. Das heißt, ich zünde jetzt hier meine Queen, froste das Ganze nochmal und hab jetzt hier Glück. Meine Queen nimmt hier noch mehr raus und bin jetzt hier eigentlich bei 50%, bevor ich eigentlich meine ganzen Babydrachen benutzt habe oder benutze für die Prozente. Also das lief bis dato schon mal richtig stark. Natürlich ist das nicht immer so, darum werde ich dann nachher nochmal was anderes zeigen. Also jetzt hier fast 50% mit ein paar Loons und mit meiner Queen rausgeholt. Das ist eigentlich schon echt verdammt gut. Hab mir jetzt hier tote Gebäude sagen lassen, die ich jetzt hier mit meinem Babydrachen rausholen kann. Jetzt musste ich natürlich irgendwo meinen Zeppelin mit den ganzen Valkyren hinwerfen. Der war eigentlich fürs Rathaus geplant. Also kann ich jetzt hier noch ein paar mehr Prozente sammeln. Das war dann jetzt sehr gut. Meine Babydrachen benutze ich jetzt hier, um die restlichen Prozente zu holen. Hab noch einen Loon übrig gehabt und kann jetzt hier noch einiges von der Base rausnehmen und komme dann zum Schluss auf knappe 66%, wenn ich das nicht ganz falsch habe. Genau, 66%. Und das als Rathaus 10er ist schon relativ stark. Rathaus in der Mitte. Man kam nicht mit der Ramme hin, darum den Zeppelin immer benutzen. Und wie das dann gleich richtig aussieht, das zeigt uns der liebe Piffel. Und der Piffel hat hier als Nummer 10 die Nummer 1 angegriffen. Der ist jetzt hier schon ganz frisch Rathaus 11. Das heißt, der hat jetzt hier den Warden auf 5. Aber eigentlich alles auf Rathaus 10 Niveau. Also
Wundert euch da nicht. Also das gilt natürlich genauso für Rathaus Elva, wie man dann da 2 Sterne holt. Also könnt ihr auf jeden Fall euren Clan schicken oder euren Leuten in dem Clan, die immer höhere Rathausstufen angreifen müssen. Ich mache das hier auch zum größten Teil, damit meine Leute jetzt wissen, wie sie das machen, weil leider haben wir dann 1, 2 Clankriege unglücklich mit 1 Stern verloren, weil genau auf solche Basen nicht alle immer 2 Sterne holen. Aber das ist eigentlich genau das Einfache, was, also das ist wirklich einfach. Wir haben jetzt hier gesehen, hat jetzt hier mit dem Golem und mit ein paar Truppen, mit einem Magier, einem Mauerbrecher das aufgemacht und seine Helden, Queen, Warden, King, die alle gezündet und hat jetzt hier mit dem kleinen Kill Squad dann 23% rausbekommen. Hat jetzt hier dann noch 17 Babydrachen und dann halt den Zeppelin, Wutzauber, Frostzauber, weil hier einfach 3 Multi-Inferno-Türme stehen. Die Luftfeger, das heißt, er wirft dann eine Menge Frostzauber mit. Die hatte ich natürlich eben auch mit dabei. Aber jetzt geht's erstmal die Prozente sammeln. Also das Wichtige ist immer erst die Prozente sammeln, dann das Rathaus holen. Ihr müsst immer auch aufpassen, dass da keine schwarzen Minen sind. Also am besten da immer auch dann mit einem Babydrachen oder mit einem Loon nach schwarzen Minen Ausschau halten. Und auch euch immer angucken, wohin pusten die Feger. Weil das ist nachher sehr entscheidend. Ihr seht, er hat jetzt hier auch noch ziemlich viele Zauber. Und die werden jetzt hier benutzt gleich für den Zeppelin. Hätte jetzt vielleicht im Nachhinein noch ein paar mehr Zauber für den Killsquad benutzen können, aber ich glaube, das geht bis dato alles noch, ist alles noch in Ordnung. Und dann kommt jetzt hier die letzten Babydrachen, will dann da auf jeden Fall die 50% schaffen. Die sind jetzt hier erreicht, 51%, Rathaus ist aktiviert. Ist ja den Valkyren eigentlich egal, wenn du die aus Rathaus schickst, dann fliegen die da eigentlich immer hin. Setzt jetzt hier seine Loons, einen Test-Baby-Drachen. Die laufen jetzt hier nicht optimal, aber ihr seht direkt schon der Frostzauber, der nächste Frostzauber, Wutzauber, Giftzauber, Frostzauber. Da werden alle Zauber benutzt und die Valkyren nehmen hier das Rathaus down, Heilzauber auch noch dafür benutzt. Und dann geht das Rathaus down. Das will man. 55% hier sehr stark gemacht von Paul. Und so sollte das eigentlich immer aussehen. Wir gucken uns dann nochmal den Angriff von den lieben Piffel von gestern an. So, und hier haben wir wieder eine ziemlich ähnliche Base. Auch hier will er wieder mit den Babydrachen mit insgesamt 17 Stück greift er an. Bricht jetzt hier wieder die Mauer auf. Hatte sogar noch ein paar mehr Mauerbrecher mitgenommen. Die laufen jetzt wohl ganz anders hin. Nimmt hier oben den Magierturm raus. Seine Helden sind hier wieder in der Mitte mit seinem Golem. Also der braucht hier am Anfang nicht viel. Aber die holen da immer verdammt viele Prozente raus. Also ein Golem. Meistens müsst ihr da die Mauer aufbrechen, weil die irgendwelche Ringboxbasen benutzen. Falls ihr den Wächter habt, benutzt den da. Falls ihr den nicht habt, holt ihr nicht ganz so viele Prozente. Aber ich habe das ja eben auch als 10er gezeigt, wie das funktioniert. Bekommt jetzt hier noch die Clanburg raus. Nimmt jetzt hier mit dem Giftzauber da leider nicht alle Truppen raus, weil seine Queen hier wegstirbt. Das heißt, er muss jetzt hier gleich nochmal einen Plan sich überlegen, um den E-Drachen da rauszunehmen. Da hat er 2 Bogenschützen mit, um eigentlich den E-Drachen wegzuziehen und den dann da rauszunehmen mit ein paar Babydrachen. Aber er entscheidet sich jetzt hier einfach alle Babydrachen gleichzeitig zu setzen auf die toten Gebäude und den E-Drachen da weitestgehend zu ignorieren. Ist jetzt hier auch schon wieder bei 44%, sucht jetzt hier wieder nach schwarzen Minen. Und das ist immer extrem wichtig, weil der Zeppelin, der soll ja dann am besten keine schwarze Mine abbekommen. So, jetzt geht hier gleich auch noch der E-Drache raus. Jetzt, das ist das Wichtige, hier die ersten Loons hinschicken, damit, falls da eine schwarze Mine ist, ihr seht es gleich, da die auf die Loons gehen und nicht auf den Zeppelin, weil wenn der Zeppelin da aufgeht mit den Valkyren drinnen, das ist natürlich dann super schlecht. Jetzt sehen wir hier wieder in der Mitte,
Da müsst ihr halt Frostzauber, Wutzauber, Heilzauber benutzt da hier. Also benutzt da relativ viele Zauber. Aber ihr seht, die Tesla-Farm poppt da auf 1, 2, 3 Multi-Inferno-Türme, 1, 2, 3 X-Bows. Der Adler ist da auch noch. Also ihr müsst auch wirklich relativ viele Zauber benutzen. Ihr habt sie aber eigentlich auch übrig mit der Angriffsstrategie. Und dann könnt ihr hier nach und nach die ganzen Gebäude rausnehmen. Hat er sehr schön gemacht. 55% Tornadofalle war da auch noch mit dabei. Und dann habe ich jetzt hier noch einen Angriff vorbereitet für euch. Und zwar der Nils, der N999, der hat hier eine andere Variante genommen. Und zwar hat er hier einen Lalo geflogen. Also auch er hat sich hier wieder überlegt, wie komme ich an das Rathaus in der Mitte dran. Und er war der Meinung, ich kann jetzt hier mit einem Hund und mit ein paar Loons relativ viel von der Base rausnehmen, weil da auch Boden-Expos mit dabei sind. Und hat jetzt hier schon mal die eine Ecke komplett rausgenommen. Schafft jetzt hier leider es nicht, den Adler mitzubekommen. Das lief sehr unglücklich. Ihr seht es gleich. Die Luftabwehr schießt er jetzt drauf und es langt ganz knapp nicht, dass der letzte Loon dann nochmal seinen Schaden drauf macht. Und lässt jetzt hier seine beiden Lava-Pups noch die Gebäude down machen. Ihr habt auch genug Zeit immer bei den Angriffen, weil ihr ja nicht 3 Sterne machen wollt, sondern eigentlich immer nur 2 Sterne. Also nehmt euch da die Zeit. Jetzt kommt er hier mit dem König. Auf der einen Seite will er jetzt noch ein paar Gebäude rausnehmen. Zündet den dann auch gleich, weil meistens der Adler aktiviert ist. Mit seiner Queen bekommt er jetzt hier auch noch ein paar Gebäude. Und jetzt kommt der Fledermauszauber. Und der soll jetzt hier die restlichen Gebäude rausnehmen, die Truppen da hindert, am Rathaus zu kommen. Er hat den Zeppelin da auch gleich. Hat dann auch hier noch Glück, dass er die gegnerische Queen rausbekommt. Fledermäuse nehmen da eigentlich fast alles raus. Und ist jetzt hier auch schon knapp bei 50%. Das Rathaus liegt jetzt hier komplett offen. Also ihr hättet jetzt hier auch eigentlich eine Ramme benutzen können. Aber der Zeppelin ist eigentlich immer die sicherste Variante, wenn ihr vorher nach schwarzen Minen Ausschau gehalten habt. Also eine schwarze Mine tötet einen Zeppelin auf Stufe 3. Das müsst ihr da auf jeden Fall immer berücksichtigen. So, jetzt werden hier die schwarzen Minen gesucht. Findet eine schwarze Mine und eine rote Mine. Jetzt kommt der Zeppelin. Hat jetzt hier noch einen Wutzauber, einen Frostzauber übrig. Die wirft ihr jetzt hier drauf. Und er hat jetzt hier keine Valkyren, sondern die Loons mitgenommen. Ist immer ein bisschen riskanter wegen den Luftfeger. Und die Loons können dann auch zu umliegenden Verteidigungsgebäude rumgehen. Aber da war gar nichts übrig. Also hier sehr schöner Angriff von Nils. Und auch der ist relativ früh Rathaus 11 gegangen. Also da sehr schöner Angriff auch von ihm. Und ihr seht mal hier, wir sind jetzt hier im dritten Kampftag. Da haben wir jetzt mit 33 zu 32 Sternen verloren. Unsere Gegner haben einige One-Stars rausgehauen, auch auf mich. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Wir haben hier unten einen 99% Angriff, einen 98% Angriff. Und was halt komplett ärgerlich ist, ist halt hier der One-Star auf die Rathaus 12 Base. Und genau dafür mache ich das, also hauptsächlich für meine Leute aus dem Clan, aber ich glaube, dass das hier jedem helfen kann, das Video. Also mit den verschiedenen Angriffsstrategien solltet ihr eigentlich in der Lage sein, immer 2 Sterne auf einen Rathaus 12er zu holen. Ihr seht es hier, wir sind da eigentlich immer relativ solide. Und wenn wir dann die Fehler dann noch ausmerzen und hier unten ein bisschen mehr Glück bei unseren 11 gegen 11 Hits haben, dann gewinnen wir auch gegen solche Clans. Der hat hier auch wieder 10 Rathaus 12er, sonst nur Rathaus 11er mit dabei gehabt. Und im zweiten Krieg war das genau das gleiche. Auch da mit einem Stern verloren. Warum? Weil wir hier unten einen One-Star gemacht haben. Da haben wir die Leute falsch eingeteilt. Normalerweise ist es so, dass unsere 12er, also unsere 12er in Anführungszeichen, das sind einfach komplett neue
Das sind komplett Früche, Rathaus. Wie kann ich denn da drauf gehen, ohne dass ich seine Base zeige? Ich Noob. Der Crew ist jetzt auch gar nicht bei uns im Clan. Also die sind hier komplett frisch. So, auf den Julian kann ich jetzt hier gehen. So, also ihr seht, der ist wirklich seit 3 Tagen oder so Rathaus 12. Also ganz frisch. Also eigentlich sind es immer noch Rathaus Elva hier. Maris ist, also Noobs Bakira ist ein gerushter 12er. Und die sollen hier unten immer 3 Sterne holen. Außer ihr schafft das natürlich mit den 10ern. Aber eigentlich ist das Wichtigste, dass die unteren Rathausstufen immer auf 3 Sterne fallen. Benutzt da ruhig eure Angriffe von euren 12ern, von euren starken 11ern, wo ihr wisst. Die könnt ihr auf jeden Fall immer 3 Sterne holen. Und eure anderen Leute, also die Leute, die hier unten sind, der Nils, er hat hier die Nummer 2 angegriffen, da 2 Sterne geholt. Und so solltet ihr die aufteilen. Wir können jetzt mal hier in den 4. Krieg reinspringen. Auch da haben wir jetzt hier wieder einen ziemlich knappen Clan-Krieg. 2 Minuten sind hier noch auf der Uhr. Wir haben jetzt hier noch den Angriff von Boss und von Lucy. Und wenn wir hier wieder vom Ulf leider nicht den One-Star gehabt hätten, sondern die 2 Sterne. Ja, ich hoffe, ihr kriegt das in eurem Krieg immer ein bisschen besser hin. Wünsche euch ganz viel Glück. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, wie das bei euch so aussieht. Wir sind, glaube ich, aktuell Meister 3. Wir sind neu eingerankt worden und stehen jetzt hier auf Platz 5, weil wir einfach immer mit einem Stern verlieren, weil wir dumme Fehler machen. Also, ich hoffe, bei euch läuft das Ganze besser. Macht's gut, haut rein und tschüss.